Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Verkostungsvideo. Heute mit einer Flasche. Und zwar habe ich hier den Frog of South Island, einem 23-jährigen Whisky, vollgereift in Bourbon Hogsheads, in Fassstärke mit 47,9 Volumenprozenten. Das Ganze ist eine von 178 Flaschen und abgefüllt vom Brühler Whisky Haus. Und ich finde, mit dem Label haben sie sich mal wieder selber übertroffen. Ich finde es richtig gelungen, es ist richtig schön elegant, ich finde es richtig gut gemacht. Bevor wir jetzt den Whisky probieren, möchte ich noch das kleine Mysterium um den Frosch aufklären, denn der Abfüller verrät nicht, aus welcher Brennerei der Whisky kommt. Aber er gibt uns einen kleinen Hinweis, denn wenn wir aufs Label schauen, dann sehen wir eine Jahreszahl, und zwar 1815. Werfen wir jetzt einen Blick in den Süden von Islay, finden wir dort drei Brennereien. Die erste ist Lager Bulin, die ist aber 1816 gegründet, die kann es also nicht sein. Bleiben noch Ardbeg und Laphroaig. 1815 gegründet, also welche ist es? Beim Preis hier von 280 Euro gehe ich stark von dem Laphroaig aus, denn Ardbeg wäre meistens noch ein ganzes Stück teurer in dem Alter. Und der Marco Bonn, der Abfüller, hat vor kurzem ein Video gemacht, wo er den hier und den 25-jährigen Laphroaig verglichen hat. Trifft auf. Laphroaig 25 Jahre. Also kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass hier in der Flasche ein Laphroaig zu finden ist. Genug zur Papierform. Ich hätte gesagt, wir reißen das Ding jetzt auf und schauen mal, was der Frosch so drauf hat. Und wenn euch der Content gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Ein Kommentar, was wollt ihr als nächstes sehen, was findet ihr so gut? Und ein Daumen nach oben würde mich mega freuen, würde mir mega helfen. Aber jetzt eben zum Whisky. Ich erwähne es wie immer, meine Kamera macht den Whisky ein ganzes Stück dunkler, als er tatsächlich ist. Der hat hier ja so ein schon tiefes Gold. Aber nicht so dunkel wie eben auf der Kamera. Vielleicht ein bisschen heller, aber eben einen sehr, sehr schönen Goldton. Und wenn ich hier das Glas schon so schwenke, dann liegt schon der Rauch in der Luft und bestätigt meine Vermutung, denn das riecht schon sehr stark nach Laphroaig. Also wir haben hier als allererstes so eine speckige Note, so einen speckigen Rauch, gepaart mit diesen phenolisch-medizinischen Gerüchen, für die Laphroaig ja eben bekannt ist. Und oh, der riecht fantastisch. Viele kennen ja Laphroaig so als den kategorischen Stinker. Aber wenn Laphroaigs so ein bisschen älter werden, ich sag mal so ab 17, 18 Jahren aufwärts, eher so um die 20 rum, dann wird der Rauch so richtig, ich sag mal, delikat und wird einfach so ein bisschen feiner. Und ja, delikat ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort dafür. Und ist eben nicht so ins Gesicht, sondern eben schön zurückhaltend, aber nicht milde, sondern einfach anders. Einfach anders, würde ich sagen. Und hier eben durch diese Bourbon Hogsheads nochmal eine ganz schöne Süße kommt da noch mit. Vanille, Honig, vielleicht sowas wie so ein Agavendicksaft oder so ein Reissirup. Helle gelbe Früchte, vielleicht sowas wie Mirabellen, helle Pfirsiche. Vielleicht so ein bisschen brauner Zucker, so leichter Anklang von Zitrone. Und anders als bei jungen Laphroaigs ist der Rauch hier eben sehr, 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 sehr smooth eingebunden. Aber er ist auf jeden Fall gut spürbar. Also man merkt schon, da ist auf jeden Fall, ja, da ist schon Laphroaig drin. Aber eben alles schön umkleidet und nicht so präsent ins Gesicht, sondern so ein bisschen, ja, einfach schmeichelnder. Und umgarnt das Ganze einfach. Echt richtig schön. Vielleicht noch so eine kleine erdig-florale Note, so ein bisschen blumig. Aber im Vordergrund steht, wie gesagt, Vanille und gelbe Früchte oder helle Früchte. Super angenehm.
Aber probieren wir einfach mal. Slange. Und in den Whisky-Gruppen hat sich so in letzter Zeit das Wort Schmackofatz so ein bisschen etabliert. Und der hier ist auch Schmackofatz. Also wer Laphroaig mag und vor allem mal in die ältere Richtung Laphroaig experimentieren möchte, muss ich sagen, echt Top-Abfüllung, mega gut gemacht. Hier kommt dieser phenolische Rauch, dieses medizinische, das kommt so gut rüber. Und gleichzeitig aber nicht übermannend. Liegt wirklich schwer und ölig im Mund drin. Kleidet den Mundraum schön aus und hält sich wirklich lange auf der Zunge. Wirklich richtig schön. Für mich selber, ich finde es richtig gut, dass er nicht zu würzig ist. Ich bin da manchmal ein bisschen sensibel, was so, ich sag mal, dieses Bittere vom Holz angeht. Sondern der ist hier richtig schön ausbalanciert, was es angeht. Und einfach nicht zu holzig. Ist ja auch was relativ schnell mal passieren kann, dass zu alte Whiskys auch in so eine holzige Richtung geht, die einfach mir zu bitter ist, anderen aber natürlich auch schmecken kann. Aber ich muss sagen, der hier gefällt mir richtig gut. Was sich in der Nase und im Mund unterscheidet, ist auf jeden Fall die Süße. Ich finde, der ist deutlich weniger süß im Geschmack, als das in der Nase ist. Aber bringt hier einfach dieses speckige und florale, erdige, blumige so ein bisschen besser raus als in der Nase. Aber in der Nase bleibt da auf jeden Fall sehr schön süß und Abgang sehr schön lang anhalten, wirklich ordentlich lang den Mund auskleidend. Richtig, richtig, richtig toller Whisky. Und da brennt auch nichts, da sticht nichts in der Nase, im Mund. Also da ist nichts, was scharf schmeckt oder so. Erwartet man natürlich auch bei dem Alter und bei dem Preis, aber an der Stelle zumindest mal erwähnt, wie gesagt, sehr, sehr smooth, sage ich mal. Und jetzt kommt im Geschmack, oder im Abgang vielmehr, kommt dann doch noch so eine gewisse Süße hinterher. Vielleicht so wie Butterscotch, also so eine Karamellsüße, sage ich mal. Fantastisch. Jetzt kommen noch so Anklänge von Nüssen, vielleicht sogar so eher so gebrannte Nüsse. Gebrannte Mandeln, erinnert mich so ein bisschen daran. Wie gesagt, Nase schön zuckrig, schön süß. Geschmack jetzt im Nachgang immer auch ein bisschen. Probier nochmal. Also in der Nase gefällt er mir tatsächlich ein bisschen besser, aber auch der Geschmack, echt 10 von 10. Klar, der Preis ist ein Riesenabschrecker, 280 € ist echt ein Mord und vor allem wir reden in Anführungsstrichen nur von einem 23-jährigen Whisky. Aber leider greifen die Islay Whiskys mittlerweile stark zu, was ältere Whiskys angeht und ist also verhältnismäßig günstig. Zum Vergleich, der 25-jährige, der kostet dann schon so 500 bis 600 €. Hat auch noch ein paar Volumenprozente mehr meistens. Also das ist vielleicht noch die einzige Kritik, dass, ich sag mal, knappe 48% doch ein bisschen wenig sind. Könnte ein bisschen mehr sein, aber finde ich, reicht auch aus. Und schmeckt richtig super. Und riecht auch richtig super. Also ich finde, da kann man den ganzen Abend reinriechen und also auch, wenn man das Glas ein bisschen weiter wegstellt, kleidet hier den ganzen Raum aus mit dieser doch süßen, speckigen, medizinischen Note. Und ja, lädt einfach ein für Leute, die rauchigen Whisky mögen, da gerne mal ein Glas zu genießen. Und vor allem auch für Leute gut geeignet, die jetzt so richtig stark rauchig, richtig stark rauchig nicht immer brauchen, sondern abends vielleicht auch mal was wollen, was diesen Charakter von stark rauchig, also intensitätsmäßig hat. Aber eben nicht so aufdringlich ist, sag ich mal. Es lässt sich schwer beschreiben. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr ältere Laphroaigs mal probieren wollt, dann ist so eine Flasche echt super geeignet.
Man findet in diversen Gruppen immer mal wieder noch ein paar Samples oder so. Vielleicht kriegt man auch noch eine Flasche. Auf jeden Fall sehr schnell ausverkauft. Ich habe die hier auch nur bekommen, weil ich ein Tauschangebot bekommen habe oder angenommen habe. Ja, sind so Flaschen, da macht's. Also da startet es ja richtig gut, muss ich sagen. Also wenn es so weitergeht, bin ich sicher, dass 2023 ein tolles Jahr für Whisky wird. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlichst fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, Abo wäre, würde mich mega freuen. Ist aber kein Muss, gar kein Stress. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Haut rein.